Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Heute fangen wir hier mal in Großbritannien an. Und hier war ja die Wiedereinszucht am Laufen und ich habe es endlich geschafft, einen Stufe 2er zu züchten. Es ist ein Stütchen und ich bin super happy darüber. Und ja, ich möchte das Kleine jetzt hier rausholen. Ich musste im Vorfeld ein bisschen logistische Arbeit hier vollbringen, weil eigentlich alles voll ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir ziehen sie jetzt mal groß. Ich finde das toll, dass das jetzt so geschmeidig funktioniert mit dem Füttern. Man braucht da bloß einmal hinklicken. Also einmal rüberholen, zack, und der Rest fliegt nach. Ich finde es so toll. Endlich dieses Mausgeklicke hier weg. Das sage ich ja schon ewig, dass das ein bisschen störend ist am Spielfluss, wenn man hier ständig so rüber muss. Und deswegen bin ich da echt total happy drüber. Das ja, ist eine wunderbare Neuerung, finde ich. Ja, dann werden wir hier aber nicht mit der Widderzucht weitermachen vorerst. Also Royal Diva, bitte lass dein Hengstchen draußen stehen. Ich mache da dann schon weiter. Aber ich möchte jetzt erstmal bei Layala züchten gehen. Die hat mir nämlich den Steinbock 1 rausgestellt. Und sie hat ja auch ein paar Platzprobleme manchmal, da möchte ich jetzt schnell vorbeirutschen und da weiter züchten. Dann gehe ich zu Royal Diva, die hat wahrscheinlich auch Platzprobleme, aber ich möchte jetzt zuerst das hier abschließen, weil dann habe ich auch keine Platzprobleme mehr, denn ich möchte ja Stufe 1 und 3 behalten, dann kommt Mike hier weg. Wie weit ist Mike eigentlich? Oh, zur Hälfte, das heißt, wir müssen noch zweimal trainieren, dann würde uns ein paar Diamanten mehr bringen in der Tat. Ja, könnten wir eigentlich direkt mal machen, oder? Oh nee, wir züchten mit Mike, oder? Wir züchten mit Mike, weil dann haben wir nicht die Chance auf Stufe 3. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil ich hoffe, wir kriegen ein Stütchen raus, weil dann haben wir die Zucht hier schon abgeschlossen. Dann muss ich zwar gucken, dass ich Mike noch woanders trainiere, aber da sollte schon ein Platz frei werden dafür. Warum mache ich jetzt hier? Ich muss hier hin. Ja, ja, hier muss ich hin. Mal gucken. Ich vergesse immer eher Level 54, 55, das ist schrecklich. Naja, egal. Im Übrigen soll noch erwähnt sein, dass Layala auch einen YouTube-Kanal hat und dort Horsehaven-Videos macht. Ich habe es ja auch bei mir verlinkt, nicht in, in der Infobox, sondern auf meinem Kanal. Da kann man irgendwo verlinken, andere Kanäle, die man gut findet. Und da werde ich euch auch Yvonne verlinken, Black Faye. Die macht nämlich auch Videos von Horsehaven. Dann könnt ihr da immer nachschauen, weil ansonsten muss ich da immer einen neuen Link reinsetzen, weil das anscheinend mit dem Kopieren nicht richtig funktioniert. So, jetzt muss ich... Konzentration. Wo sind wir denn? Sind wir schon vorbei? Ich habe jetzt wieder nicht... Hier sind wir. 53. Okay. 53. Merkt ihr das? Merkt ihr das? So, dann... Nee, das war falsch. Hier gehe ich immer her zum... ja, zum Züchten vom... hier. Seht ihr es schon. Und hier seht ihr es schon, das neue Pferd, das es gibt. Das wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar habe ich hier ein Stütchen gezüchtet. Das heißt, sie hat hier ein Hengstchen. Und wir können dann miteinander den Paso Peruano züchten. Bin aber auch meistens hier für das National Show, weil das immer noch nicht geklappt hat. Vielen Dank auch nochmal an dich, dass du ja, hier dein Stütchen zur Verfügung stellst. So, dann haben wir hier noch kurz geholfen. Zack, gestreichelt. Dich streicheln wir auch nochmal. Missouri Foxtrotter auf der Weide ist in, glaube ich, Großbritannien die gute Stute. Oh, hoffentlich kriege ich von jedem noch den Einsatz zusammen. Ich habe nämlich nicht von allen den Einsatz behalten. Hier können wir auch noch helfen. Ich weiß nicht, wird es wirklich verkürzt hier die Zeit? Weil normalerweise sieht man ja dann, dass hier geholfen wurde. Das sieht man ja aber gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Hä? Warum kann ich nicht auf sie klicken? Ach, jetzt geht's auf einmal. Kann ich jetzt nochmal auf sie klicken? Ja. Oh. Dachte schon, was ist jetzt hier los? Die liebe Jana. Und dazu brauchen wir unseren Mike. Weil dann haben wir nur Chance auf 1 und 2. Und probieren das mal aus. Welche... Also wir haben nur 9% auf den Zweier. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir... gute Chancen haben, den Einser zu bekommen. Einser, Einser. Was wert ihr denn? Ein Stütchen, das, was wir brauchen, und ein Hengstchen. Dann müssten wir hier noch ein Dreier-Stütchen züchten.
Nee, wenn nicht, komme ich einfach vorbei, bis es mit dem Stühlchen klappt. Natürlich, jetzt habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Was war denn jetzt das Stühlchen? War das blau oder war das das andere? Verflixt. Egal. Ach Gott. Und ich kann hier jetzt wieder nicht nachgucken, weil ich ja das für das andere Pferd schon hergenommen habe. Nein. Egal, wir sehen dann, was es wird. Ich kann ja zurückgucken. Ich gucke einfach nochmal in der Aufnahme, was es ist. Und dann sehen wir das ja. Also falls es kein Stühlchen geworden ist, dann komme ich hier auf jeden Fall nochmal zurück, bis ich ein Stühlchen habe. Und danach geht es hier mit der Widderzucht dann weiter, würde ich doch mal sagen. Und dann gehen wir doch mal nach Deutschland. Da ist ja auch immer noch die Zucht mit dem Velara in Gange, weil das will auch irgendwie nicht klappen. Hier habe ich auch schon Platz frei gemacht für das nächste Fohlen. Stufe 3. Das haben wir jetzt auch neu gemacht, dass man hier die Fohlen zieht. Ne? Ilulu wird auch ein Verkaufspferd. Und ich werde es jetzt aber nicht füttern. Züchten wollte ich schon sagen. Nicht füttern. Wobei, eigentlich wäre es sinnvoll, sie zu füttern, gell? Mit ihr zu züchten. Komm, das machen wir schnell. Wir füttern sie, züchten mit ihr. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man da nicht immer hintippen muss. Ach, funktioniert schon beim ersten Mal. Sehr schön. Und dann schicken wir die andere Stute nämlich ins Training. Die braucht nämlich nicht mehr so viel. Und dann können wir die nämlich verkaufen und ich muss sie nicht wieder umbuxieren. Woanders hin? Nein, das bekommst du jetzt nicht. Die ist nämlich schon bei, ja, zweimal Training und dann fertig, ne? Gut, dann schicken wir die jetzt mal auf die Weide, dann züchten wir mit den anderen beiden. Dann wollte ich auch mal mit der Westfälin irgendwann mal züchten, weil ich da ja Stufe 4 mir geholt habe. Und apropos Stufe 4, ich könnte mir jetzt auch schon, oder ich kann mir jetzt auch schon das Stufe 4er Pferd holen. Da gucken wir auch noch gleich hin, weil da irgendwie die Steinchen, also es ist günstiger geworden, sagen wir es mal so. Hier haben wir Dragon. Und dann haben wir das VK von vorhin. Ja. Und vielleicht mag es ja heute die 12% treffen. Oh, dann hätten wir endlich das abgeschlossen. Das wäre echt super. 12% ist jetzt nicht gerade viel und wir treffen es wieder nicht. Okay. Naja, Diamanten, sei es drum. Sei es drum, kriegen wir halt nochmal welche. Können wir sicher gut gebrauchen. Im Moment gibt es ja nicht so ein dolles Pferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Württemberger Stufe 4, also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich ja, mir kaufen möchte. Ja, ist momentan halt einfach so. Aber ich muss sagen, mir kommt das auch gar nicht so ungelegen, weil ja, mein Diamantenstand hat sich noch nicht wirklich erholt, um ein Pferd kaufen zu können. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass da jetzt dieses Pferd quasi gewonnen hat. Ja, dazu sei gesagt, sie ist mit dem Dancer-Pferd angetreten, damit sie ziemlich viele Punkte am Anfang sammeln kann und dann am letzten Tag quasi mit diesem Pferd. Und deswegen wird jetzt dieses hier verkauft. Ja, Stufe 4 Shire Horse ist günstiger geworden. Ich kann es mir schon freischalten. Geht noch 9 Tage, machen wir jetzt aber mal hier. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal direkt noch schnell hier nach, bevor wir das Land wechseln, ob hier schon drinnen angezeigt wird, was denn die nächsten sind. Der Anglo-Normanne, den habe ich schon. Den Jütländer habe ich noch nicht. Das National Show. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wie geil. Ja, das brauche ich. Das brauche ich unbedingt. Oh mein Gott. Also, als nächstes ist der Jütländer und das National Show. Auf jeden Fall liegt das Augenmerk auf dem National Show. Oh mein Gott. In 9 Tagen. Und wie ist denn unser Stand? Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. 13 von den Roten, 35, oh Gott, oh, 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 60 von denen hier ist okay, aber 35 von denen und nur 13 von den Roten, ja, das wird eng, oh Mann,
Das wird verdammt eng. Oh. Oh. Nein. Hoffentlich ist es auch wieder vergünstigt. Naja, schauen wir mal. Ja, hier haben wir jetzt ein Stütchen. Die bleibt jetzt erstmal als Angel hier. Wir werden versuchen, hier zu züchten mit unseren eigenen. Ich werde aber auf jeden Fall, wenn das andere Hengstchen auf der Fantasieinsel angekommen ist, dort nochmal versuchen zu züchten, dann mit Layalas Pferd. Da haben wir dann doppelte Chance, das schnell hinzubekommen. Und ich finde sie echt nach dem Remake richtig, richtig schön. Also, die gefallen mir irgendwie total gut. Auch der Schimmel sieht gar nicht so übel aus. Jetzt mal gucken, wie er im Stall dann aussieht. Aber wir werden jetzt hier erstmal mit unserem züchten. Mal gucken, was bei rauskommt. Mit dem Dancer-Pferd möchte ich auch noch weiter züchten. Ich hoffe, dass Royal Diva so lange Platz hat und die draußen lässt. Das wäre echt super. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt Stufe 1. Das heißt, ich brauche noch 2 und 3. Und das wäre echt super, wenn ich das noch... also wenn sie es noch so lange aushält, dann wäre das echt super. So, was wollten wir jetzt hier? National Show mit André. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mit Angel. So, Angel, du bringst uns jetzt bitte Glück. Also ich finde es hier, sieht schon richtig schick aus. Ist jetzt nicht nur weiß, sondern hat eine richtig schöne Äpfelung. Und deswegen gefällt mir das auch richtig gut. Auch mit der dunklen Mähne und hier mit dem dunklen Schweifansatz sieht es echt super, super schön aus. Und ja, ich weiß aber auch noch gar nicht, ob ich mich von Stufe 2 irgendwie trennen kann. Wahrscheinlich werde ich 2, 3 und 4 behalten dann. Und naja, wir probieren es jetzt einfach mal, Stufe 3 zu kriegen. Oh mein Gott, ich komme da gar nicht drüber jetzt, dass das als nächstes ist. Und das sieht so schick aus. Der Wahnsinn. So, und jetzt komm schon. Bitte. Nein, das geht schon wieder. Oh, ne. Nein. Mann. Wie lange probiere ich das jetzt schon? 100 Trillionen gefühlte Jahre. So, jetzt, was wollte ich jetzt machen? Hier ist fertig mit Zucht. Hier mache ich noch, schicke ich euch jetzt auf die Weide. Nee, ich lasse euch mal noch stehen. Äpfel wollte ich ernten. Genau, und dann wollte ich nach Großbritannien. Großbritannien. Nee, nach Großbritannien, nach Montana. Das will ich in Großbritannien, da waren wir ja schon. Ja, hier gibt es das Gaia-Pferd. Ich habe es schon, aber ich muss es trotzdem erlaufen, sonst habe ich das wahrscheinlich nächstes Mal wieder. Das mache ich aber so im Off, weil da ja immer die Werbung gefühlte 1000 Mal kommt. Dann ernten wir das hier noch und ernten das hier noch. Die Karotten brauchen noch eine Weile. Und ja, hier habe ich eben das Paso Peruano, ich will immer Paso Fino sagen, das ist immer auch noch nicht fertig gezüchtet. Und mehr 17 Diamanten werde ich jetzt ausgeben, damit wir hier weiter züchten. Oh mein, oh ist das cute, sieht es schön aus. Oh mein Gott, ist es goldig. Oh, schön. Das ist toll. Ach Mann, schön. April. So, jetzt kommen wir hier rüber. Na, schön. Das ist schick. So. So, ausmisten. Oh, es sind so viele schöne Pferde. Aber das sah doch eben so süß aus. So cute. Oh, du bist auch ein hübsches. Ja, du wirst ja schon groß. Das ist aber schön. Oh, das ist genauso schick wie der Paso Fino, ne? Ist halt das gleiche Modell. Aber ist auch total schick. Zeig dich mal. Oh ja. Oh ja. Das sieht doch schick aus. Oh mein Gott. Oh, auch, guck mal hier. Das ist ein unterschiedliches Braun. Das ist nicht das gleiche Braun wie hier. Oh, das ist, also das sieht echt super schön aus. Und die Augenfarbe passt super dazu. Wahnsinn. Sehr, sehr schönes Pferd. Paso Fino müssen wir auch unbedingt weiter züchten. Oh, ja, du bist eine schöne, ne? Oh, schön. Das hat mich so gefreut, dass ich da
gar nichts anderes kriegen konnte, weil ich mit den Stufe 4ern gezüchtet habe von mir mit Hippolyta und mit Osiris. Und es hat ja gleich geklappt, weil da waren ja, keine Ahnung, ich glaube 96% oder sowas. Und ja, jetzt müssen wir aber hier nochmal zu Layala gehen. Aber das ist echt super, dass die schon ein Hengstchen hat und dass wir das Stütchen gekriegt haben. Jetzt hoffe ich mal, dass wir vielleicht auch ein eigenes Hengstchen dadurch kriegen oder schon direkt Stufe 2, was ja ein bisschen unverschämt wäre, aber hoffen darf man ja. So, Level 3, wo ist denn meine Maus hier? 53, 53, hierhin. Und ja, also hoffen darf man ja. Mal gucken, was rauskommt. Nein. Nein! Ach nö, sie hat es auf die Weide geschickt, eben stand sie noch da. Oh nö. Oh. Mäh. Oh nein. Ach Mist, ey. Dann gucken wir mal Level 48 bei Yvonne vorbei. Vielleicht hat die eins draußen stehen. Ach nein. Naja, so kann es gehen, ne? Ach Mann! Was ist ein Mist? Nicht müssen wir nochmal versuchen zu züchten. Es dauert halt ewig, bis es dann rauskommt, ne? So, jetzt wartet mal. Ich habe hier auch keine Bilder mehr drin. Moment. Ohne Bilder ist das nicht so gut. So, wir schauen einfach mal bei ihr vorbei. Oh, nee! Gerade eben ist es doch noch draußen gestanden. Also hier steht es auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie es schon gezüchtet hat. Wir haben jetzt nicht so viel gesprochen in letzter Zeit. Nein. Ach Mann. Das ist verdammt ungünstig. Nö. Auch hier nicht. Schauen wir mal noch nach Großbritannien und auf die Fantasieinsel danach noch, wobei ich eher glaube, dass es dann noch nicht da ist. Pachoni. Dann gucken wir mal noch bei ein, zwei Leuten vorbei, die es eventuell haben könnten. Nö. Hier ist es nicht, auf jeden Fall. Ach, nee. Könnten haben die Liz. Nee. Oh, ihr Mädchen ist so schön, ne? Das wäre noch was. So in 2-3 Wochen hätte ich wieder den Diamantenstand. Oh, oh. Oh. Marshtecki. Sieht auch so ähnlich aus, gell? Was bist denn du? Pasophilo. Oh, die hat schon Stufe 3er. Ja. Oh, das sieht aber auch irgendwie schick aus, gell? Die hat schon Stufe 3er. Ja. Oh. Hat die sonst noch irgendwo in Stufe 3er ja rumstehen? Hengst vielleicht? Weil die Stute hilft uns ja nicht viel. In der Zucht. Hat sie hier vielleicht noch einen rumstehen? Ach, so ein Mist, ne? Dann muss ich warten oder mit meinem eigenen züchten? Das ist jetzt dann die große Frage, ne? Also hier ist es auch nicht auf jeden Fall. Wen haben wir denn noch? Wenn nicht, muss ich. Ja, wenn nicht, gucke ich nochmal im Off. Und ansonsten versuche ich halt nochmal einen Hengst zu züchten, Stufe 1. Aber ich hätte halt schon gern irgendwie die Chance gehabt, da auf Stufe 2 dann. Das ist Krebs, den wollen wir nicht. Oh, da hat sie auch die National Shows draußen stehen. Wahrscheinlich, weil sie gesehen hat, dass die anderen jetzt hier, dran sind. Oh, das sind sie doch. Oh mein Gott, guckt euch die an.
Sie sehen schick aus. Hat sie vielleicht noch irgendwo die anderen rumstehen? Die Stufe 1 und 2, ja? Nee. Ja, wir gucken jetzt mal kurz durch. Nein, aber was bist denn du? Steinbock 1, Stufe 2. Hengst. Wie weit sind wir denn mit dem Steinbock? Aber wir müssen jetzt erstmal die anderen fertig kriegen. Oh, was bist du? An Stufe 2 Hengst. Wunderbar, wir züchten. Genau, das wollten wir ja. So, wo ist denn hier? Paso Peruano. Oh Gott, der sieht ja auch schön aus. 14%. Yep. Naja, ein Hengst. Eine Stute. Boah, blau ist eine Stute, das ist aber ungünstig. Okay, also wir brauchen braun oder pink. Braun, pink, braun, pink, braun, pink. Nein! Oh, wir kriegen wieder blau. Nein. Wieder ein Stütchen. Verflixt. Nein. Heute ist aber auch der Wurm drin. Aber es dauert nur 9 Stunden. Ah, das heißt, vielleicht kann ich es heute Abend nochmal probieren. Die Svitlana in Großbritannien. Merken. Merken. Oh, hier können wir helfen. Hopp. Und hopp. Streichen wir hier noch die Pferdchen. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz, dass wir ein Rennen machen. Ups, Scheune ist voll. Warum ist die voll? Was haben wir denn hier viel drin? Gras, okay. Das hier können wir auch verkaufen, können wir ja wieder ernten. Oh, das müssen wir herstellen. Das müssen wir aber ganz geschwind herstellen. Da können wir auch noch eins herstellen. Wo sind denn die anderen? Hier können wir auch eins herstellen. Dann machen wir einmal das. Dann machen wir nochmal das. Und dann können wir hier die Karotten einsammeln. Und das hier einsammeln. Und auch das hier einsammeln. So. Den Rest mache ich dann später und dann würde ich sagen, machen wir mal hier ein Rennen. Wie, dann gehen die noch? 10 Tage, sehr schön. Ach, die haben erst da angefangen wieder, genau, siehst du? 10 Tage, jetzt machen wir 600 Meter. Schauen wir mal mit wem. 600 Meter mit Dancer. Remus, da müssen wir auch noch einen anderen Namen aussuchen. So, was machen wir? Ja, wir machen das hier. Die muss ich auch noch leveln. Einen davon möchte ich ja gerne in die Dressur schicken. Weiß ich aber noch nicht wirklich wen. Wahrscheinlich das Stütchen. Das sieht eher aus wie ein Dressurpferd dann. Als Stütchen. Und den Hengst, den werde ich wahrscheinlich dann lassen. Und trainieren. Oder ich mache das Dreierpferd zu unserem Rennpferd hier. Das hat jetzt zwar noch nicht den Ausdauerwert auf Diamant, aber es sieht so schick aus. Oh, ich finde es so schön. Das türkis-blau-grün Aquamarin-Farben-Gemisch finde ich echt super schick. Das sieht echt toll aus. Nein! Uhaha! Was für ein Glück, dass der so weit springt. Die Distanz haben wir schon geschafft. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie weit das er rennt. Ich glaube, jetzt hat auch mittlerweile jeder sich das Dancer-Pferd geholt. Das hat jetzt überall, sieht man das. Aber ich finde es echt schick. Also es ist ein tolles Pferd. Sieht super schön aus, hat Bombenwerte. Also wirklich, die kann man easy verbessern. Und damit haben wir auch schon das nächste Problem, die Verbesserung. Weil ich wollte ja eigentlich das Marsh-Tacky verbessern. Dann wollte ich eigentlich
unseren Osiris verbessern. Und ich bin ja mit der Verbesserung von den Wetterverbesserungen noch gar nicht fertig bei dem Isabella Derby Pferd. Das wollte ich nämlich unbedingt weitermachen, weil das eben Regen als Verbesserung hat, als Wetterverbesserung. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich sage einfach mal die Regenwolke. Und die habe ich ja noch nicht auf Diamant. Und dementsprechend wollte ich das jetzt erstmal noch verbessern. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir bei einem der neueren Pferde auch diese Regenverbesserung? Weil das ist ja immer Zufall. Und das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir das auch kriegen könnten. Und jetzt haben wir gleich keine Energie mehr. So, wunderbar, 2085 Meter haben wir geschafft, 600 hätten wir nur müssen. Und ich glaube, hier muss ich richtig ranklotzen, damit ich die ganzen Dinger hier kriege. Und ich da genug zusammenbekomme für das National Show, ganz ehrlich, weil ich will das unbedingt haben. Also ganz, ganz unbedingt, da geht gar nichts drüber. Und von dem her werde ich da jetzt fleißig dranbleiben müssen. Ich hoffe, dass ich die Zeit dazu finde, vielleicht am Wochenende ein bisschen übers Handy. Wobei ich sagen muss, da mache ich die Rennen nicht so gerne wie hier am PC. Aber dann weiß ich ja schon mal Bescheid, was hier meine nächsten Aufgaben sind. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Heute ist Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, falls ihr es heute anschaut. Ansonsten ein schönes Wochenende, einen guten Start in den Tag, ein gutes Nächtle, je nachdem, welche Uhrzeit das ist. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!